Diese Woche hat die Pressefreiheit in Hongkong einen weiteren sehr schweren Schlag erlitten. Gestern ist in Hongkong die letzte Ausgabe der Zeitung Apple Daily erschienen. Apple Daily war eine der wenigen Hongkonger Medien, die es noch gewagt haben, das chinesische Regime offen zu kritisieren. Apple Daily hat ausführlich auch über die prodemokratischen Proteste im Jahr 2019 berichtet. Apple Daily geriet wegen angeblicher Verstöße gegen das 2020 von Peking aufgezwungene sogenannte Sicherheitsgesetz ins Visier der Behörden. Es erlaubt dem chinesischen Regime unter dem Anschein der Legalität alles zu unterdrücken, was es als Terrorismus, Abspaltung, Untergrabung der Staatsgewalt und ausländische Einmischung betrachtet. Apple Daily war ein Symbol der Pressefreiheit in Hongkong und auch wenn wir die Zeitung mit unserer Aktion heute hier symbolisch begraben, wollen wir Xi Jinping und den Behörden Hongkongs nicht den Gefallen tun und die Pressefreiheit vor Ort für tot erklären. Immer noch arbeiten dort mutige Journalistinnen und Journalisten und Medien. Wir von Reporter ohne Grenzen und alle, die heute hier sind, wollen Ihnen hier in Berlin und in Paris den Rücken stärken und zeigen, dass wir sehr genau hinschauen. Und wir werden keine Ruhe geben. Wir werden weiter protestieren, bis Jimmy Lai, seine Kolleginnen und Kollegen und alle in Festlandchina zu Unrecht wegen ihrer Arbeit inhaftierten Medienschaffenden frei sind.